Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, beim letzten Mal hatten wir es auf jeden Fall geschafft, den Raubzug zu machen. Und wir haben Sigurd gefunden, mit ihm gesprochen und auch Fulke befreit. Die war gefangen gehalten worden in einer Krypta bei der Abtei des heiligen Abtei Ab oder Alai, keine Ahnung. Jedenfalls ging es dann so weiter, dass wir etwas Näheres erfahren haben, warum Sigurd Fulke so ja so gerne finden wollte, und zwar wegen einem Stein, der aus einer sehr alten Zeit stammt. Und Sigurd meint, dass er ein Abkömmling der Götter sei. Und naja, dadurch, dass Sigurd halt nicht ganz so viel davon erzählt hat, was er und Basim vorhatten, haben sich Sigurd und Eivor ein kleines bisschen zerstritten. Der Plan war eigentlich, Edwin sozusagen ein Bündnis vorzuschlagen und dann im Endeffekt sie zu verraten, weil Sigurd eigentlich gar nicht wirklich vorhatte, Gedrick zu verraten. Eivor wusste das nicht und naja, hat das dementsprechend nicht gewusst, hat dann die Leute von Edwin angegriffen. Den Stein haben wir jetzt immer noch nicht. Wir wollen uns auf jeden Fall mit Fulke treffen. Die soll hier irgendwo in der Nähe sein. Was siehst du da oben, Sühnen? Ich wollte eigentlich schon ein bisschen genauer suchen. Bin halt auf jeden Fall bis hier hingekommen. Beim Jütjenhof im westlichen Ochsnaforzgir. Ah, oh, okay. Das ist natürlich eine komplett andere Richtung gewesen. Das war so, ja, ich habe irgendwie gedacht, dass die wäre hier irgendwo beim Teich. Na komm schon, Wolfel. Flauschel, ein bisschen schneller, ein bisschen höher, genau, so. Ja. Das war, glaube ich, wieder ein Reh. Auf jeden Fall wollen wir uns den Stein wiederholen. Ich hoffe sehr, dass sich die beiden Geschwister, die beiden Stiefgeschwister, wieder, ja, wieder vertragen. Hier waren wir auch schon mal, um uns, glaube ich, den Reichtum zu ergattern. Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Na, jetzt lauf doch mal weit. Was soll das denn jetzt hier? Jetzt geh doch mal runter. Danke. Guter Mann, möchtest du unter Edwins Stiefel leben? Denn so wird er erst Fulke. Die Feste erreichen. Ich gebe sie jedem, der genug. Es ist zum Wohle deines Schiers. Du bist nicht bei Sinnen. Was ist hier los? Sie will mich ausrauben. Ich warne dich. Jeden Moment taucht meine Soldateneskorte auf. Dieser Händler bringt Vorräte zur Feste. Öl zum Verbrennen. Pfeile, Schilde, Proviant. Ich wollte sie kaufen, doch er lehnte ab. Ich verkaufe nicht für ein vages Versprechen auf Bezahlung. Edwin ist eine gute Kundin. Dann mache ich dir ein anderes Angebot. Ja. Wie wär's mit einer Geschichte? Ich erzähle sie dir im Tausch gegen deine Waren. Ein sonderbarer Vorschlag, aber gut. Erzähle mir eine eurer Sagas. Die wilden Winde wanderten. Die See spuckte Salz. Die Nacht fiel in Schlummer. Odin der Weise nahm seinen Abschied. Er stieg in die Stiefel aus Leder. Kein aufregender Anfang, aber weiter.
Lange bevor alles begann, bevor man von dir und mir sprach, blickte Odin der Weise mit seinem allsehenden Auge. Und er starrte und blinzelte und donnerte. Dieser Odin ist einer eurer Götter, habe ich recht? Der Mond brennt rot, die See schäumt golden. Da sprach Odin der Weise die Worte. Gut, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hör schon auf, ja? Die Schlange windet sich. Loki jault. Gift tropft von den Lippen. Okay. Genug, hör auf! Ist das ein nordischer Fluch? Nichts wie weg hier! Wie endet es? Alle sterben. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Okay. Dann machen wir es mal. Auf die Hauptstraße. Und wo genau ist diese Hauptstraße? Ich muss sehen, was du siehst. Hier, ne? Einfach. Ist gerade ein bisschen verwirrend. Was war das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Na komm, hoch da. Sie sind hier. Bam. Bring sie alle um, Eivor! Okay. Die sind weg. Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu?
What? Nichts für ungut, Fulke. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? ich sorge mich um deine geistige Gesundheit. Okay, nee. Ich war sehr erstaunt, dass sie den Begriff Iso in den Mund genommen hat. Scheinbar ist sie sehr, sehr klug. Also sehr allwissend über das, was halt normalerweise um die Jahrhunderte noch keiner wirklich mehr wusste. Das ist auf jeden Fall interessant, dass die das weiß. Davor konnte ja nur Cassandra sozusagen... okay. Sie hat natürlich auch... Ja, also... Sie hat über sehr vieles der Iso erfahren. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob sie die selber irgendwie als Iso bezeichnet hat. Jedenfalls wusste sie, dass sie... von denen abstammte. Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Geschichte irgendwie, wie die ganze Story lief. Egal. Das ergibt keinen Sinn, das frage ich mich manchmal auch. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Kann natürlich beides sein, dass, dass Eivor und Sigurd beide von den Göttern abstammen. Wenn es nur einer ist, dann würde ich eigentlich schon eher behaupten, dass es Eivor wäre. Ich weiß es echt überhaupt nicht. Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gotts, der der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren, um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. Könnte Sigurd vielleicht doch ein Gott sein? Wer weiß das schon? Ist ja scheinbar irgendwie noch von irgendeiner Mission Bestandteil. Von daher schalte ich die Dinger mal aus. Wenn das mal funktionieren könnte. So. Jetzt noch der da hinten. So. Und jetzt zu dir, Flauschi. Flauschelwolf. So. Ab nach Gedrick. Ich habe, glaube ich, im letzten Part irgendwas von Geadrick gesagt. Ich war mir nicht so sicher, wie der heißt, also von daher... Nehmt es mir nicht übel.
mit einem Fragezeichen markiert. Das heißt, wir müssen den dann ein bisschen suchen. Wie oft wir diese Leute versuchen müssen, ist ja echt schon, ja, sehr witzig. Interessant. Okay. Hey, ich stehe hier, du Höllenreiter. Seht mal, da ist Eivor. Wir stehen dir zur Seite. Die Mauer, die uns aufhält, wurde noch nicht gebaut. Okay. Sorg dafür, dass die Schützen genug Pfeile haben. Niemand! Breite deine Flügel aus. Sorg dafür, dass die Schützen genug Pfeile haben. 20 für jeden. Gedrick. Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Richtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Hm. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Ja. Schwäche die Verteidigung der Festung. Roten und Ölkästchen sabotiert oder zerstört. Ach da. Ich habe gerade nicht. Ich hatte gerade echt überlegt, was für eine Feste. Wo ist diese Feste eigentlich? Okay. So, Wolf, wo bist du? Wolf? Dann halt nicht. Ruf ich dich. Dann ruf ich dich einfach, wenn du wieder abhaust. Hä? Ah, da. Ich liebe diese Spielerei. Der Bergfried wirkt uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Was geht da vor sich? Was soll denn das? Na komm schon. Oh-oh. Okay, die laufen vorbei. Ganz gut. Es gibt ja auch immer so viele Leute, die generell behaupten, dass diese Spiele überhaupt nichts mehr mit dem Assassinen-Spiel zu tun haben. Wie sie damals waren. Es ist einfach nur alles ausgeführter als damals. Natürlich jedem seine eigene Meinung und so. Ach, Mano. Geht von hinten ran! Ja,
Ja, auf jeden Fall verstehe ich die ganzen Leute nicht unbedingt, die behaupten, dass das heutzutage gar nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun hat. Die Geschichte ist einfach nur weiter ausgebaut. Ja. Die Geschichte ist einfach weiter ausgebaut und ja, jetzt haben die Macher natürlich auch sehr viel mehr Spielraum im Gesamten und ja, irgendwo muss es ja anfangen mit der Geschichte. Ach Mann. So. Perfekt. Och nee. Jetzt hat mich der Typ da hinten gesehen. Ich hab mich doch gerade versteckt. Was soll denn damit? Folgt mir nach! Verdammt. Das ist aber auch eine heftige Verteidigung. Ich hatte es ja damals schon, als ich nur den Reich oder die Vorräte da zerstören wollte, schon sterben mit zu tun. Oi, oi, oi. Der dürfte mich jetzt eigentlich nicht treffen, ne? Hallo? Ich möchte runter da.
Gut, ich bin drin. Warte mal. Abschau. Glaub doch nicht, dass du so entkommst. Oh oh. Die Rotten verschießen große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. Mann, das ist doch blöd. So. Die Kessel manipulieren. Hilfe! Bleibt standhaft! Okay, jetzt kommt da noch. Meine Güte! Wo?
Wo kommen die denn bloß immer an die blöden Sachen dran? So. Es gibt noch mehr zu tun. Doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. Geschafft. Schnell weg hier. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit haben. Achso. Köcher ist voll. Und wieder einmal habe ich keine Mahlzeiten mehr. Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Und ich sage, wir kämpfen. Jetzt! Hm. Du bist ein guter Mann. Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet dich. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Weissagungen der Götter. Vision. Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Siege. Sigurd, was für Weissagungen? Sind wir bereit, die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Weißt du, ganz ehrlich, Sigurd beschuldigt Eivor nicht mehr, zweifelt irgendwie daran, dass Eivor noch zu ihm hält. Dabei verliert er dann eigentlich gerade sein Ziel aus den Augen. Okay, das nicht vielleicht, das Ziel nicht unbedingt, auf jeden Fall. Er hatte, also die beiden haben doch eigentlich so ein gutes Geschwisterverhältnis gehabt. Die haben sich wirklich alles erzählt. Dadurch, dass er jetzt so ein Geheimnis daraus macht, ja, ist er eigentlich dann mal schuld. Er verliert irgendwie das große Ganze aus den Augen. Womöglich aus dem Grund, dass Basim ihm da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht reinredet. Keine Ahnung. Wir sind bereit. Gib den Befehl. Gut. Verlieren wir keine Zeit. Meine Späher berichten, dass ein Trupp von Elfreds Männern auf dem Weg hierher ist. Bringen wir es zu Ende, bevor dieser großmäulige Schweinebauch zurückschlagen kann. Auf jeden Fall haben wir größtenteils dafür gesorgt, dass wir Verbündete haben. Also von daher... Wir haben ungefähr die gleichen Rechte wie Sigurd, auch wenn er der Jarl ist. Neben Randvi sind wir eigentlich direkt unter Sigurd und dementsprechend... Ja, wir haben auf jeden Fall viel mehr getan. Kämpferisch.
bündnismäßig. Okay, dann greifen wir an. Bindeglieder. Hilfe! So, und jetzt lasst mich mal in Ruhe hier. Deine Zeit ist um. Oh. Wir schaffen das. Diesmal wendest du dich nicht raus. Ich hatte mich gerade gewundert, wir müssen hier irgendwie hochkommen. So. Bezahl für deine Sünden. Meine Güte, wir kommen wieder. Wo kommen die Plätze hier? Edmund!
Naja, eigentlich war es ein bisschen blöde, das kaputt zu machen. Nachher. Stell dich mir selbst, du Feigling. Edwin, dieses Mal kommst du nicht. Törichte Dänen, genieß dein Erbärmen des Mal in Valhall. Hallo, Edwin. Sie hat Waffen bei sich. Einen Berg Silber für jeden großen Dänen. Wir benutzen eure Überreste als Mulde für unsere Väter. Da hast du deinen Lohn. Leg los! Geh zu deinem Gott, immer er sich bewegt. Keine Ahnung warum, bei solchen großen, bei solchen großen Gegnern ist es irgendwie immer ein bisschen besser, so eine Zweihand, also für mich jedenfalls besser, so eine Zweihand-Axt zu benutzen. Ich muss die echt immer aufbessern. Oh, verdammt. Oh, ich bin gleich weg, ey. Ach, Minno. Manno. Oi. Was genau ist denn das da oben? Nochmal. Ich sehe es schon kommen. Nochmal das Gitter hoch. Nochmal die Zugbrücke zum Fallen bringen. Na, ganz toll. Dam, dadam, dadam. Ja, ich habe meine zwei Waffen wieder. Ich muss meine Ausrüstung dringend mal. Oh, doch nicht. Okay. Doch, ganz gut. Okay. Ich glaube, auf jeden Fall muss ich meine Ausrüstung generell mal wieder ein bisschen aufbauen. Dieses Mal kommst du nicht. Immer er sich versteckt. Wir benutzen eure Überreste als Mulde für unsere Felder. Ich bring dich um. Mehr.
sie. Oh nein, das war verkehrt. Verdammt. Ui, ui, ui. Ey. Oh, ist klar. Oi. Meine Güte, die pusht sich immer wieder auf.
Geschwindigkeit habe ich jetzt nie unbedingt. Jedenfalls nicht so oft. Ich fühle mich schon stärker. Ah! Hilfe! Das ist mein Schier! Meine Güte, das ist aber echt ein langer Schlag. Ich töte dich! Vielleicht irgendwie Sachen, die ich sammeln könnte, irgendwie. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Mann. Naja, sterben nicht, aber auf jeden Fall. Ah, yes, geschafft. Wir alle zusammen. Warum Sigurd wohl jetzt wieder abhaute? Doch noch da. Du hast das Weibsbild erledigt. Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich hab meinem Schier und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Eivor hat dich besiegt? Also wird Eivor über dein Schicksal bestimmen. Also ich hab's eigentlich nicht gemacht, aber gut. Die soll verstoßen werden. Gedrick soll sich um sie kümmern. Du hast mit Ehre und Überzeugung gekämpft. Dafür gebe ich dich in Gedricks Obhut. Er wird dich gut behandeln. Das werde ich, sofern du die Freundschaft mit diesem Pisspot Alfred widerrufst. Nun gut. Schafft sie weg. Ich habe mein Wort gehalten. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Eivor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht. Das werde ich. Ganz sicher. Ihr solltet euch mit den Brandschatzen beeilen. König Alfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Oi. König Alfred. Hast du da einen Märtyrerpimmel um den Hals? Ne? Mittlerweile versuchen die ja fast alles. Ich hörte auf von jeden Leuten, Fall war die da gerade irgendwas mit Eivor. Naja, egal. Lasst uns sprechen. Hä? Okay. Ach so, Erkundungs... Ja, okay, gut. Jetzt kapiere ich's. Hahaha.
Shishi-Schild. Shishi-Schild. Sind die weiter oben? Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht so ganz genau, wie lange das jetzt hier noch dauern wird. Ich. Ja, nee. Ich sag ja auf jeden Fall tschüss. Ich bedanke mich bei jedem Like und bei jedem Abo. Und dann machen wir auf jeden Fall beim nächsten Part hier weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns genau hier wieder. Dann treffen wir uns wieder mit Sigurd, Basim und Fulke.